S-Bahn kracht in Hirschherde, Strecke mehrere Stunden gesperrt. Keine Seltenheit, Wildtiere werden des Öfteren von Zügen erfasst. Berlin minus nach einem Wildunfall ist die S-Bahn-Linie S1 zwischen Birkenwerder und Oranienburg für mehrere Stunden gesperrt worden. Ein Zug kollidierte am Montagmorgen gegen 600 Uhr mit zwei Hirschen und wurde schwer beschädigt, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Menschen wurden in der Bahn nicht verletzt. Die beiden Tiere starben den Angaben zufolge bei dem Aufprall. Helfer waren zwischen Borgsdorf und Lenitz mit Aufräumarbeiten beschäftigt, außerdem musste die Stromschiene repariert werden. Gegen 9.30 Uhr war die Strecke wieder frei. Nach Angaben der Bahn kommen solche Wildunfälle hin und wieder vor. Vor wenigen Tagen hatte auf der Strecke Hamburg-Berlin in Mecklenburg-Vorpommern ein ICE einen Hirsch angefahren und war deshalb kurzzeitig liegen geblieben, wie Tag24 berichtete.